So, da sind wir wieder bei Rogue Legacy. Und ja, ich bin gerade ein bisschen dabei, das Spiel zu suchten. Muss ich ehrlich zugeben, weil das einfach nur so geil ist. Ja, suchen wir uns wieder einen neuen Charakter aus. Ich werde wahrscheinlich ihn hier nehmen. Auch wenn er Blähungen hat. Oh, CIP, das kenne ich noch gar nicht. Kennt keinen Schmerz. Na gut, dann werden wir aber sehen, was wir mit ihm anstellen können. Traglast nochmal erhöhen oder Rüstung erhöhen? Ich bin für Rüstung erhöhen. Wow, und Hagel kostet jetzt mittlerweile einen ganzen Batzen. Gut. Von ihm will ich gerade nichts eigentlich. So, und seht ihr das da oben? Meine Health Bar ist leer. Okay, meine Health Bar ist leer. Ich weiß also nicht, wie viele Lebenspunkte ich habe. Kann ich das hier nachgucken? Okay, 157 habe ich zu Beginn. Aua, jetzt habe ich nicht mehr so viel. Aber ich kann... Ups. Und da ist ein böses Bild. Wow. Ja, das... Ja. Gönnt mir doch mal eine Pause. Los, weg hier. Das ist auch ein böses Bild. Gut zu wissen, bist du ein gutes Bild? Nein, du bist... Ah, du warst ein gutes Bild, aber hier unten ist nichts Gutes. Bist du ein gutes Bild? Ja. Und ich würde gerne wieder hier hoch. Nein, nein, das war zu. So. Hier hoch würde ich gerne. Okay, den Heilschrei, den nehmen wir gleich bei einem Anspruch, da ich nicht weiß, wie viel Leben ich noch habe. Schwarzen Ritter schlagen, wir tot. Und dann gehen wir mal hier weiter. So. Du bist gemein gewesen und du bist eine Truhe. Sind die unten wieder Stacheln? Nein, die Teile diesmal. Wo gehen wir weiter? Dann gehen wir mal nach oben. Und das klingt wirklich saudämlich, das ständige Rum. Wow. Du bist ja nervig gewesen. Aber du hast einen Haufen Gold gebracht. Ja, Entschuldigung, ich kann nichts dafür. Was zum... Da geht's ins Maya-Gebiet. Aber, wow, die geben einen Haufen Gold, aber die machen auch einen Haufen Schaden. Nein, nein. Hier sind noch Sachen zu zerschlagen. Und ich habe keine Ahnung, wie viel Leben ich noch habe. Dann gehen wir mal hier hoch. Bist du ein böses Bild? Nein, bist du nicht. Ja, ist klar. Ein abgeschotteter Raum, in dem es einen roten Teleporter gibt. Benutzen wir sicher nicht. Gehen wir lieber hier runter. No Jumping. Und ich habe jetzt gerade keine Dash-Rune mehr. Du bist kein böses Bild. Ah, hier geht's in den Wald rüber. Wow, das war knapp. Hier geht's auch in den Wald. Nein, in den Wald will ich erst einmal noch nicht. Ich will lieber erstmal in die andere Richtung gucken, wo der Boss-Gegner ist.
Okay, da bin ich gestorben. Gut, nächster. Archmage, Archmage und ein Lich. Oh, das klingt gut. In dem Fall. So, jetzt schalten wir mal den Miner hier frei. Den wir auch noch verbessern können zum Spelunker. Aber nein, als nächstes will ich Gold gehen haben. Das ist irgendwas Tolles. Und ja, als Archmage haben wir die Fähigkeit, die besondere, wir können durch unsere Zauber durchschalten. Auch wenn das nicht wirklich was bringt. Naja, unsere Lebenspunkte sind wenigstens vertauscht. Und wir machen halt als Mage viel weniger Schaden. Edge, genau, gegen mein Schwert. Genau. Mit dem Schwert können wir einiges an Schaden machen. Wir müssen nur halt aufpassen, wir sind ein schwächlicher Mage. Das heißt, wir machen nicht so viel Schaden und wir halten nicht so viel aus eigentlich. Hast du ein böses Bild? Nein. Bist du nicht. Und dich lassen wir auch mal in Ruhe, weil ich habe eh keine große Lust zu schreiben, zu sagen, was da steht. Guardbox ausschalten. Und die auch ausschalten. So, das war ein gutes Schwert. Auch den Grey Knight. Ja, ich laufe genau dagegen. Oh, hier ist der Bossraum. Soll ich es mit einem Archmage wagen? Wow. Das ist der korrupte Lord. Der ist auch nicht vom Pappe. Ich könnte es mit einem Archmage theoretisch mal wagen. Ständig Schwerter im Auge spawnen. Ja, ich denke mal, wir haben über 1000 Gold. Ich versuch's mal. Wieder gegen den Wächter. Wie heißt er nochmal? Kidir. Wow. Das läuft doch eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aua. Und wir sind tot. Aber wir wissen, wo er ist. Das ist schon mal etwas. Mal gucken, kriegen wir dieses Mal einen Paladin mit Farbenblindheit und Dings oder einen Miner. Dann nehmen wir mal den Miner und machen jetzt mal einen Farm One draus. Was verbessern wir mit dem Geld?
Egal, was wir verbessern, machen wir mal das Mana höher. Und die Rüstung höher. Und jetzt haben wir einen Miner. Mit dem können wir jetzt Gold farmen gehen. Der ist nicht besonders stark. Und auch sonst eigentlich nichts. Er ist nur zum Goldfarmen da. Weil er kriegt Bonus Gold. Ganze 30%. Vom Einstecken her geht es eigentlich auch, was er einstecken kann. Aua. Außer man stellt sich natürlich dumm an. Ich wollte runter, nicht mehr. So, genau. Den korrupten Ritter töten. Ich wollte noch so eine Schockwelle machen. Ah, was ist das für ein Raum? Hier ist nichts in dem Raum. Und hier ist ein großer Saal. Aua. Geht das besser? Blöde Schnellfeuerkanonen, was machen die überhaupt in einem mittelalterlichen Schloss? Bist du ein böses Bild? Nein, bist du nicht. Du bist auch wieder nur ein anderes Spiel, was die Entwickler gemacht haben. Roten Teleporter will ich nicht. Ich will hier hoch. Die bewachen doch eine Truhe. So. Naja, der war nicht besonders viel drin. Gehen wir da lang. Nichts. So. Schnellfeuerbox da. Noch so ein Raum. Ich fühle mich jetzt langsam. Aber hier wartet die Truhe am Ende auf uns. Gold. Aber. Und ich merke gerade, wir haben schon wieder so einen Hypochonder als Helden. Jetzt Übertreibungen neigt. Okay, wir können nur da lang. Komm, ich brauche das nötige Kleingeld für das Geld-Upgrade. Was gibt's hier drin? Oh. Das wird jetzt langsam etwas knapp. Noch 8 Leben. Habe ich übrig. Naja, jetzt ist es 10. Das Bild ist nicht böse, aber die Kanone da oben ist böse, deswegen will ich sie ausschalten. Bin ich auch nicht böse. So, dann gucken wir mal. Take no damage, ja, nee, ist klar. Und da bin ich tot. Aber war ein guter Run. Mal gucken, was kriegen wir diesmal? Ein Knave. Und doch ein Miner. Dann nehmen wir doch noch mal einen Miner. Und wir haben nicht das nötige Gold.
Gut, dann gibt es jetzt erst einmal wieder Armor und das war's schon. Was könnten wir hier kaufen? Wir können das Blutschwert kaufen. Weniger Damage. Das haben wir gar nicht ausgerüstet. Dann kaufen wir das Cape. So. Dass wir wenigstens ein Cape tragen. Es gibt Sharon wieder Gold von uns. Und wir können wieder jetzt wieder hier durch dieses Gemäuer schlagen. Hoffentlich diesmal mit mehr Erfolg. Der scheitert schon gleich an so einem blöden irgendwas. So. Jetzt will ich erstmal hier runter gucken. Du bist kein böses Bild, das ist gut. Du bist ein Fremdlock, der fast mich abknallen kann, so wie jetzt. So, jetzt ist er aber tot auf Fremdlock. Okay, das untere war ein böses Bild. Das mich gleich tötet. Mann, ist das ein schlechter Run. Jetzt bin ich gleich tot. Und ich bin tot. Wieder ein Miner und noch ein Miner. Wollen die mir irgendwas sagen? Nehmen wir den hier. Schicken Freaks hier out. Geld haben wir nicht genug für irgendwas. Das war ein lächerlicher Run. Machen wir jetzt noch den Run hier. Ich will wenigstens noch einen erfolgreichen Run in dieser Aufnahme. So schwach ist denn meiner nicht mal. Eigentlich hält nur halt verdammt wenig aus. So, du machst mich nicht kaputt mit deinem blöden Eis. So. Bisschen Gold hier drin, in der Truhe, aber auch nicht besonders netzwert viel jetzt. Zweimal Mana, was ich gleich brauche. Und Stärke plus 1, ja, kann man hinter Boost. Das ist immer gut. Und mehr Gold, endlich mal. Und der Bossraum. Der Bossraum, oh, das ist gut, das ist sehr schön. Hier gibt es nämlich und ja, das ist die Chicken Hobie. Wo gerade stand, Hühnchen macht dich verrückt. Sollte man muss das Hühnchen erst töten, bevor man es essen kann. So, du machst keine Schockwelle. Machst noch einer, aber danach hau ich dich weg. So, in dem Raum soll es nicht sein. Gut. Ich mag McRibs, aber nicht diese Art. Was hat der Raum jetzt gebracht? Außer, dass er fies und gemein war. Oh, ein Tagebucheintrag. Was steht denn hier? Tagebucheintrag. Nummer 3. Ich habe meine Kosten gezahlt
und habe das Schloss betreten. Der Teufel Sharon hat alles, was ich besitze, als Bezahlung genommen. Er hat sogar meine private Schatzkammer geplündert. Ich habe meine Frau und meine Kinder mit nichts zurückgelassen. Das ist super. Er sagt, das ist der Preis für jeden. Und für jeden und alle, welche in den Tiefen des Schlosses verschwinden. Er sagt, es ist fair. Es ist fair, weil alle, die reingegangen sind, nicht mehr rausgekommen sind. Aber ich werde das ändern. Ich werde siegreich sein. Es gibt keinen besseren Schwertkämpfer als mich. Nicht mal unter meinen Verwandten. Unter meinen Geschwistern. Also ja, wenn das der Ritter vom Anfang ist, bestätigt sich das, dass er ein Riesen-Arschloch ist. Stirb, Bild. Stirb, Länger. Erstmal hier lang. Hühnchen und Geld. Oh ja, das wird noch ein schöner Run zum Abschluss hier. Wir sind schon fast wieder bei 2000 Gold. Wow, kriege ich den als meiner klein? Ich glaube eher nicht. Nein, den kriege ich definitiv nicht rot als meiner. Von euch will ich jetzt nicht getötet werden, weil da oben ist auch eine Kiste, die ich gerne hätte. Ja, mal einen Haufen Geld für mich. Und noch eine Kiste mit etwas mehr Gold. Oh. Erstmal muss ich weg, so. Und da bin ich in die Stachel gesprungen. Aber auch gut. Gut, dann würde ich sagen, mit diesem Run beenden wir erst einmal wieder die Aufnahme. Bis zum nächsten Mal.